herzlich willkommen an Sie alle und an euch alle, die neu dazugekommenen jetzt auch. Und ich möchte zu diesem zweiten Teil des Krisenhearings nun die Referenten Harald Schumann, Virginie de Ramonet und Nicola Liebert aufs Podium bitten. Ja, am Anfang vielleicht noch ein paar technische Sachen. Es gibt Übersetzungsgeräte, die Sie hoffentlich bei Bedarf draußen sich geholt haben. Der deutsche Kanal ist Kanal 1, the German Channel is Channel 1, der englische Kanal 2. Wir sind hier beim zweiten Teil des Krisenhearings und ich freue mich, dass immer noch viele da sind, obwohl ja um eins jetzt schon eine Demo begonnen hat. Das Ganze läuft ja den ganzen Nachmittag und bis in den Abend hinein und wir werden später auch dann zusammen hoffentlich zum Kanzleramt gehen für eine Kundgebung um 17.30 Uhr vor dem Kanzleramt, um auch die Rolle und Verantwortung der deutschen Regierung hier in diesem ganzen Krisenzusammenhang zur Sprache zu bringen. Dieser zweite Teil ist den Ursachen der Krise zum einen gewidmet. Wir hatten im ersten Teil ja schon einiges gehört von unseren internationalen Gästen, wie es in den Ländern aussieht und was auch aus ihrer Sicht Krisenursachen sind. Wir wollen da etwas tiefer einsteigen und wie Aris Chatzis-Stefanou es auch schon gesagt hat, wir wollen uns mit systemischen Ursachen beschäftigen. Es geht hier nicht darum, dass Länder gegeneinander ausgespielt werden, Sündenböcke gesucht werden, was wir in den letzten Jahren ja vielfach erlebt haben, die faulen Griechen und wie es auch immer hieß. Alle Referenten hier am Podium, denke ich, werden einen Blick in die systemischen Ursachen dieser Krise werfen. Wir werden aber auch über Alternativen sprechen. Die gegenwärtige Krisenpolitik wird ja mal wieder, das ist auch nichts Neues, als alternativenlos hingestellt. Und diese Krisenpolitik, die 3 Jahre, nachdem Banken für Hunderte von Milliarden Euro freigekauft wurden, schon wieder darauf hinausläuft, dass Banken für Milliarden freigekauft werden sollen, wieder die Gläubiger freigekauft werden sollen, während gleichzeitig für große Teile der Bevölkerung in Europa und anderswo Kürzungspakete, so massive Kürzungspakete auf den Weg gebracht werden, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben. Und auch das wird uns als alternativlos dargestellt. Kürzung ist alternativlos, was ja auch etwas verwunderlich ist, denn noch nie gab es auf der Welt so viele Millionäre wie heute. Ich darf Ihnen und euch jetzt kurz die Referenten vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Harald Schumann. Harald Schumann ist Journalist beim Tagesspiegel und Buchautor. Er hat die Globalisierungsfalle und der globale Countdown geschrieben. Berichtet seit Jahren über die Fehlentwicklung der Finanzindustrie. Harald Schumann wird uns die bisherigen Rettungsversuche einer kritischen Prüfung unterziehen und fragen, wem diese Rettungsbemühungen und diese Milliarden bisher genutzt haben und auch Alternativen skizzieren, wie eine andere Krisenpolitik möglich wäre, die die Gläubiger mit zur Kasse bittet. Zu meiner Linken sitzt Nicola Liebert. Nicola Liebert ist freie Wirtschaftsjournalistin. Unter anderem arbeitet sie für die TAZ, die Tageszeitung. Sie ist außerdem erste Preisträgerin des jungen Jörg-Hufmid-Preises. Und Nicola Liebert wird über die Ursachen der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich sprechen, über Fragen der Verteilung und auch skizzieren, wie eine andere Verteilung, wie eine Rückverteilung von Reichtum und Vermögen, zum Beispiel durch Steuerpolitik, aussehen kann. Ganz zu meiner Rechten sitzt Virginie de Romanet. Sie arbeitet für das Komitee für die Streichung der Schulden der Dritten Welt, kurz CADTM, in Brüssel. Diese Organisation beschäftigt sich seit 2009 nun auch mit den Schulden Europas.
nicht nur der sogenannten Dritten Welt, nicht nur der Länder des Südens. Denn hier in Europa werden jetzt die gleichen Strukturanpassungsmaßnahmen und Kürzungsprogramme auf den Weg gebracht, die zum Beispiel der Internationale Währungsfonds seit den 80er Jahren in den Ländern des Südens mit desaströsen Folgen, wie man es in Afrika besichtigen kann, auf den Weg gebracht hat. Wir werden außerdem die Delegation von Ricardo Patiño, dem Außenminister von Ecuador, später im Laufe dieser Sitzung noch begrüßen können. Und Ricardo Patiño wird auch noch ein paar Worte am Ende dieser Veranstaltung sagen. Mein Name ist Fabian Scheidler. Ich arbeite für das Bundesbüro von ATTAC Deutschland und für das unabhängige Nachrichtenmagazin Kontext TV. Wir haben einen engen Zeitplan heute, deswegen möchte ich alle Referentinnen und Referenten bitten, innerhalb der 15-Minuten-Grenze zu bleiben. Ich werde nach 13 Minuten ein kurzes Signal geben von diesem Typ, dann wisst ihr, dass noch 2 Minuten Zeit sind, um zum Ende zu kommen, damit wir auch Zeit für Diskussionen haben. Dann würde ich als erstes gern Harald Schumann das Wort geben. Ja, schönen guten Tag, danke für die nette Begrüßung. Ich muss mit einem Geständnis beginnen. Ich bin ein Spekulant. Ich habe am 19. Juli für 18.890 Euro griechische Staatsschulden im Nennwert von 20.000 Euro gekauft, die schon einen Monat später zur Rückzahlung anstanden. Und weil ja die übrigen Euro-Staaten dafür garantiert haben, dass Griechenland seine Schulden vorerst bezahlt, habe ich am 20. August, also einen knappen Monat, einen guten Monat später, 20.000 Euro bekommen von der griechischen Staatskasse und habe damit 1210 Euro Gewinn gemacht. Ich habe auch darüber geschrieben, um öffentlich zu machen, wer die eigentlichen Gewinner der angeblichen Rettung von Griechenland sind, nämlich die Inhaber dieser griechischen Staatsanleihen, sprich die Banken und vor allem ihre reichen Kunden. Und ich habe auch darüber geschrieben, um an einem klaren, einfachen Beispiel zu demonstrieren, wie ungerecht und wirtschaftlich dumm die sogenannten Rettungsprogramme für die Krisenstaaten der Eurozone sind. Denn der Grundfehler bei diesem ganzen Programm ist ja, gerettet werden nicht etwa die überschuldeten Länder, die ja echte wirtschaftliche Probleme haben, sondern gerettet werden ausschließlich deren Kreditgeber. Es handelt sich also eigentlich nicht um Rettungsprogramme, sondern um Schutzprogramme für Gläubiger. Jetzt lautet aber eine Grundregel der Marktwirtschaft, das kriegen wir ja quasi von klein auf in den Schulen eingebimst, wenn ein Investor über lange Zeit Geld an jemanden verleiht, der dies in unrentable Projekte steckt oder sogar verschwendet, dann sind für die daraus entstehenden Verluste nicht nur die Kreditnehmer verantwortlich, sondern natürlich auch die Kreditgeber. Und genau das ist im Fall der überschuldeten Euro-Staaten ja geschehen. In Griechenland wurde ein ineffektiver Staat und seine Staatsunternehmen finanziert, und dazu ein aberwitzig hoher Militärhaushalt, der pro Kopf der Bevölkerung in Griechenland doppelt so viel kostet wie in anderen Staaten, in anderen NATO-Staaten. Und daran haben vor allem deutsche und französische Rüstungsunternehmen gut verdient. Und das ging ja sogar so weit, dass die Überbrückungskredite, die im Mai 2010 genehmigt wurden, an die Bedingung geknüpft wurden, dass Griechenland nochmal 2 extra U-Boote in Deutschland kauft für 1 Milliarde Euro. Und nochmal 4 extra Fregatten bei der französischen Rüstungsindustrie kauft. Ja? Also da wurde sozusagen die Überschuldung dann nochmal benutzt, um noch einen oben drauf zu setzen. Und finanziert wurde das von privaten Banken, von Investmentfonds und von vielen reichen Anlegern überall in der Welt, die in Griechenland ein paar Zehntel Prozent mehr Zins bekamen, als wenn sie das Geld an Deutschland oder Frankreich verliehen hätten. Und die angebliche Rettung für Griechenland besteht nun darin, dass die Griechen sich bei den anderen übrigen Euro-Staaten Geld leihen, um ihre Schulden bei privaten Anlegern abzulösen. Mit anderen Worten, die Steuerzahler der übrigen Euro-Staaten treten an die Stelle der privaten Kreditgeber und die werden zusehends aus der Verantwortung entlassen. Von den rund 350 Milliarden Euro griechischer Staatsschulden sind jetzt schon 100 Milliarden auf die Steuerzahler der anderen Euro-Staaten übertragen worden. Ja. Im Fall Irland ist das Ganze sogar noch absurder, denn dort war es ja gar nicht der Staat, der zu viele Schulden aufgenommen hat, sondern es waren die Immobilienbranche und die Banken. Und die bliesen mit den billig verfügbaren Krediten, die dann vornehmlich aus Deutschland und Frankreich kamen und den USA, eine Immobilienblase auf. Und als dann für all diese Häuser und Büros nicht mehr genügend Käufer und Mieter da waren und die Preise einbrachen,
Da konnten die Investoren ihre Kredite nicht mehr bedienen und damit gerieten dann auch die vier irischen Großbanken in die Schieflage. Und dann geriet die irische Regierung in Panik und sprach eine Garantie für alle ausstehenden Bankschulden aus. Das war eine Dummheit von historischem Ausmaß. Denn diese ausstehenden Bankschulden der irischen Großbanken waren so viel wie Irlands Wirtschaftsleistung eines ganzen Jahres. Das heißt, um diese Schulden zu bezahlen, müssten alle Iren ein Jahr lang kostenlos arbeiten und selber nichts verbrauchen. Ja? Schon allein daran kann man sehen, dass es nicht gehen kann. Und von dieser Summe, die da ausgesprochen sind, schon 45 Milliarden tatsächlich ausgezahlt worden vom irischen Staat an die Banken, die es dann wiederum an ihre Gläubiger ausgezahlt haben. Und nur deshalb ist Irland überhaupt überschuldet. Das heißt praktisch, der irische Staat leiht sich Geld beim deutschen Steuerzahler, um die deutschen Kreditgeber, die in Irland in schlechte Geschäfte investiert haben, abzulösen und freizukaufen. Und die Bürger, egal ob in Griechenland, Portugal oder Irland, sie werden nicht gerettet, sondern sie ganz allein sollen haften für die miesen Geschäfte, die ihre Regierungen und ihre Banken und ihre Immobilienentwickler gemacht haben. Das ist nicht nur extrem ungerecht, sondern auch wirtschaftlicher Unsinn. Unser aller Interesse ist, dass die Wirtschaft in diesen Schuldenstaaten funktioniert und die Menschen dort Arbeit und Einkommen haben. Und darum sollten wir unbedingt dafür eintreten, dass den Schuldenstaaten wirklich geholfen wird. Ich bin sicher, dazu sind auch die meisten Bürger in den anderen EU-Staaten bereit, selbst wenn das viel Geld kostet. Weil wir wissen doch alle, wie unendlich wertvoll ein einiges und wirtschaftlich prosperierendes Europa für uns alle ist. Aber Hilfe heißt eben nicht Freikauf der privaten Kreditgeber, sondern reale Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Was also ist jetzt zu tun? Erstens, die überschuldeten Länder brauchen einen Schuldenschnitt jetzt. Schuldenschnitt bedeutet, es muss eine internationale Gläubigerkonferenz für jedes dieser Länder einberufen werden und dort muss verhandelt werden, dass mindestens 50% der ausstehenden Schulden erlassen werden und im Gegenzug dann die übrigen Euro-Staaten für den Rest und deren Rückzahlungen garantieren. Das wäre ein fairer Deal, weil die Gläubiger kriegen für sehr unsichere Papiere ganz sichere und verzichten dafür auf die Hälfte des Wertes. Das klingt erstmal einfach, aber es bringt zwei große Probleme mit sich. Das erste ist, weil die 2008 versprochene Bankenreform verschleppt wurde und wir nach wie vor sehr viele schlecht geführte und schlecht finanzierte Banken haben, würde es im Folge eines Schuldenerlasses für Griechenland wieder eine Menge Banken geben, die nicht genügend Kapital haben, um diese Verluste auszugleichen. Und darum können sie jetzt wieder die Regierungen erpressen und sagen, wenn ihr das macht, dann müsst ihr uns aber helfen. Und in diesem Zusammenhang hat sich in dieser Woche eine wirklich wichtige politische Debatte ergeben. Viele Ökonomen und sogar die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds, Frau Lagarde, fordern ja nun, dass die Banken, die durch einen möglichen Schuldenerlass in Griechenland und später wahrscheinlich auch Portugal und Irland in Schieflage geraten, dass die nun zwangsweise vom Staat mit neuem Kapital ausgestattet werden, dafür aber de facto verstaatlicht oder zumindest teilverstaatlicht werden. Und ich halte das im Grundsatz für eine richtige Idee. Allerdings, und das ist ein wichtiger Punkt, es müssten zwei zentrale Kriterien erfüllt sein, damit das überhaupt zu rechtfertigen wäre. Das erste wäre, es darf eben nicht dabei bleiben, dass die gleichen Leute, die bisher diese Banken geführt haben, sie weiterhin führen werden. Das heißt, die Vertreter der Steuerzahler müssen tatsächlich Einfluss auf die Geschäftspolitik dieser Banken bekommen. Das wird bedeuten, dass die übrigen Altaktionäre auf absehbare Zeit keinen Gewinn ausgeschüttet bekommen, keine Dividende. Das würde bedeuten, dass die Bonuszahlungen für die Beschäftigten dieser Banken erstmal mau ausfallen. Und das würde vor allem bedeuten, dass man auf diese Banken insofern Einfluss nimmt, als dass sie große Geschäfte mit internationalem Derivathandel abbauen und stattdessen das vorhandene Kapital dafür nutzen,